Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Das letzte Mal haben wir jetzt endlich diesen Außenweltler gefangen genommen. Warte, wo ist... Ah, da eben. Außenweltler-Splitter, den müssen wir jetzt erforschen. Allerdings erforschen wir gerade etwas anderes. Ich würde es am liebsten nicht machen, aber ich muss es leider machen. Ah, scheiß drauf. So. Ich hab die besten Soldaten, die ich überhaupt habe. Muss mal kurz durchschauen in der Kaserne. Wer hat denn alles die Rüstung an? Den nehme ich mit, 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 nehme ich mit. Ne, den nehme ich nicht mit, meinte ich. Ah, das ist auch eine Laserpistole. Eine Alien-Granate. Wo war ich bei dem? Zieh doch mal, genau. So, kann ich mir noch irgendwie Geld holen? Eigentlich. Na, dann muss halt mein Scharfschütz nehmen, wo die Rüstung rauskommt. Weil der kann hier aus hoher Distanz. Ich glaub, Lieutenant Diaz kann ja, glaube ich, zwei Granaten, oder? Ne, aber das kann ich mal bei ihm machen. Scheiß erstmal auf Granaten. Und ich würde dann sagen, ich bin bereit. Okay, ich hasse diese Mission so richtig extrem. Ich hasse alle Terrormissionen. Und ihr wisst ja inzwischen schon weshalb. Bereit machen zur Landung. Ich hab's ja schon oft genug. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Die Map finde ich noch halbwegs in Ordnung. Also normalerweise tue ich mir bei der nicht ganz so schwer wie sonst. Trotzdem ist es schrecklich. Besonders, weil man leicht einen Fehler machen kann. Dann ist alles vorbei. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Saliden kommt man nur mit mehreren Soldaten an. Jetzt bist du in Sicherheit! Los, los, los! Und ihr seht schon, was das Hauptziel ist von diesen Missionen. Man muss Zivilisten werden. Da sind meine zwei schweren Soldaten und da ist der Sturmsoldat mit dem Scharfschützen. Ich glaube, das ist eine gute Kombo. Da hört man sich schon. Und da ist schon der erste Tote. Ja, wir müssen sie retten, sie müssen sie töten. Ich will nicht, dass du schießt, ich will
will, dass du diese Tür öffnest. Ziel erfasst. Oh. Jesus. Warte, warte. Ne? Ernsthaft? Ja, die erste Terrormission ist noch nicht so schlimm, dass nicht nur das sind nicht so extreme Haufen von Rissern liegen, trotzdem kommt da extrem viele auf. Ich hatte sich meine Aussage gerade selbst widersprochen. Das sind nicht viele, aber trotzdem. Und da sind sie schon. Da sind sie. Wir wollen natürlich gleich wieder die ganzen leckeren Zivilisten vernaschen. Was ihr kennt. Hast. Perfekt. Ich weiß nicht, ob der von dort schießen kann, deswegen speichere ich kurz. Ich will echt jetzt gar keine Fehler machen. Komm schon. Ist schon mal ein guter Start. Ist wirklich ein guter Start, dass ich gleich am Anfang 4 gegnerische Einheiten auslösche, naja, beziehungsweise 3. Du bist in Sicherheit. Los! Kill bestätigt. So, da. Der zumindest ein Zombie. Ja, die werden zu Zombies. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Aber wenn sie gerissen werden, werden sie zu einem Zombie. Der war mal ausnahmsweise schlau. Normalerweise benehmen sich diese Zivilisten echt wie die letzten Vollidioten. Und rennen richtig in die Aliens rein. Was ist das? Warum treffe ich die ganze Zeit? Ist ja schon fast zu einfach. Das Spiel mag mich ausnahmsweise mal. Ich weiß gar nicht, wie der darauf gekommen ist. Ich will es eigentlich noch gar nicht wissen. Ach du Scheiße. Da sind sehr viele. Das ist ein Stückenschuss. Da sind so viele, da muss ich einfach hin. Lauf schon, lauf zum Schiff! Und gib mal einen Feldposten. Mein Scharfschütze. Ja, da ist noch der Kristallit und demnächst auch ein Zombie wahrscheinlich. Zombies. Ich hasse Zombies. Jetzt müssen die überall sein. Was ist los mit euch? Was für ein Zombie-Zombies? Ich bin irgendwie nicht so der Zombie-Typ. Wirklich. Ich mag Zombie-Spiele überhaupt nicht. Eigentlich ist ja voll egal, ob ich in Deckung bin oder nicht. Weil der bist sowieso. Los, du bist in Sicherheit. Los! Wird außer. Okay. Der ist nicht egal. Feind ausgeschaltet. Ja, der Kristallit erwischt ihn jetzt halt. Es mag unwissenschaftlich und klingen, da ist er. Aber der Biss hat ihn anscheinend in einen Zombie verwandelt. Okay, der wird nicht gezombifiziert. Was war denn das? Ja, normalerweise kommt da so eine spezielle Animation, wenn sie ihn wirklich zombifizieren würde. Das heißt, der Chrysalid muss dran glauben. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Jetzt weiß ich langsam nicht mehr, warum ich mich eigentlich aufgeregt habe. Ist doch perfekt gelaufen, nur 3 Leute sind verreckt. Das ist eine ausgezeichnete Leistung. Steht sogar da. Jetzt bin ich wirklich glücklich, dass ich diese Mission hinter mir habe, weil ich hasse die. Als ich das erste Mal das gemacht habe, sind mir gleich 3 Leute verreckt. Danach habe ich einfach geraged quittet, weil es mich aufgeregt hat, dass die von Zombies.
Zombies umsingelt waren und lauter Schwäber da waren und alle einen Crit gemacht haben auf meine Soldaten. Ja. Dann habe ich das komplette Spiel neu gestartet. Und sieht aus, als hätten sie da unten alles im Griff. Sie tragen nicht einmal einen Kratzer davon. Als sie dann das nächste Mal gekommen sind, als diese Mission, hatte ich schon wieder keinen Bock mehr. Naja, was soll ich tun? Panik in Indien hat sich um zwei abgeschlossen. Denken Sie daran, wir behalten sie im Auge. Ja, jetzt ist ganz Asien. Ich bin sicher, die Truppen werden die Opferzahl da draußen gerne ausgleichen. Und das macht mich happy. Satellitenabdeckung verfügbar über. So, insgesamt erstmal ruhig. Tarnsatelliten. Können wir jetzt bauen. Ist auch chillig. Der Skelettanzug. Der wird richtig nice für meine Sniper. Ich nehme erstmal einen Außenwäldler. Ich verstehe es nur nicht. Warum setzen sie so hochentwickelte Technologie gegen Zivilisten ein? Ja. Arsch, die Schiff kann ich ja dann bauen. Ah, das ist ja schön. Unsere schlimmsten Befürchtungen könnten wahr werden. Es ja. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. So. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ah, Alien-Granaten, genau. Dann habe ich immer und ewig das. Pistolen-Upgrades. Kritisch, zielsicher. Ah, das Scope-Upgrade wäre halt auch richtig krass. Und ich glaube noch Zielsicherheit. Jetzt verhaue ich mir wieder gleich mit ganz. Die Gießerei ist bereit. Ich sage Bescheid, sobald die Produktion beendet ist. Und da ist er. Der Splitter. Also gut. Leitstelle? Werden diese Koordinaten überwacht? Aufklärungssatellit Delta 2 kommt gerade in Sicht. Jetzt, Sir. Auf dem Monitor. Nichts. Nein. Das ist unmöglich. Ich weiß, dass da was ist. Thermische Sicht. Hallo. Den Untergrund bitte. Na bitte. Kontaktieren Sie alle verfügbaren Boden. Ich bin sehr gespannt, was wir in dem Gebäude wohl finden werden. Sich vorzustellen, was die da machen. Ich glaube, das finden wir noch früh genug heraus. Okay, gefunden. Wie kommen wir rein? Auf die Frage habe ich gewartet. Die Methoden zur Erschaffung dieser Kristalle. Eine organische Maschine mit komplexen kommunikativen Fähigkeiten. Wir könnten Jahre damit verbringen, das zu untersuchen. Ich kann mir nur vorstellen, was die Aliens in einer Untergrundanlage tun könnten. Ich habe eine Idee, wie wir in die Anlage der Aliens gelangen könnten. Auf Ihren Befehl beginne ich umgehend mit der Herstellung des Schlüssels. Ja, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie unbedingt wissen wollen, was die dort machen. Ich glaube, ich würde das eigentlich lieber nicht wissen, was die mit den Entführten machen. Ich glaube nicht, dass das so schön aussehen würde. Aber bevor wir das machen, ich will echt davon noch die Schiff haben. Die finde ich irgendwie nützlich, teilweise. Naja. Ja, da ist sie. Und da baue ich mir gleich eine. Mal eine normale, oder? Eine. Und ja. Warte kurz. So, Entschuldigung für die kleine.
keine Unterbrechung hier. Das heißt, ich glaube, das werde ich jetzt einfach mal versuchen, mit dem Schneidprogramm rauszuschneiden. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt hinkriege. Ja, ich baue zwei Legierungsschiffe, weil ich finde die einfach besser natürlich. Und wirklich, bevor ich die habe, mache ich euch diese Mission nicht. Oh! Oh! Das ist ja auch ganz nice, der Skelettanzug. Und ja, Illyrium dann gleich mal. Skelettanzug. Mein Sniper. Der macht ihn nämlich etwas schneller. Und er kann einfach auf Dächer klettern mit dem Enterhaken. Mit so einem Greifhaken, Enterhaken, was auch immer. Dann Gießerei. Wieder Gießerei. Geld verdient. Da habe ich was jetzt verkaufen kann. Das ist die Frage. Zeit und nichts. Das ist die Frage. Irgendwie finde ich jetzt gerade die Energiequelle so unnötig, weil ich bin halt mal sehr dumm gerade. Es ist nicht sehr intelligent, was ich hier mache. Aber ich will einfach dieses Geld haben. Ich bin geldgeil. Ich gebe es dazu. Gibt mit. Viele kanadische Soldaten müssen den Invasoren im Nahkampf gegenübertreten. Darum interessiert sich kanadische Waffenhersteller besonders für den Streulaser. Ja, natürlich helfen wir unseren lieben kanadischen Freunden. Ich meine, Kanada. Das Kontrollzentrum bereit. Und da haben auch Alien-Granaten, also alle unsere Splittergranaten sind jetzt durch Alien-Granaten ersetzt worden. Also haben wir jetzt unendliche Alien-Granaten. Das ist doch richtig nice. Und die Forschung und Forschung und Forschung. Ja. Dann haben wir jetzt auch den verbesserten Pulsbogen. Können wir dann schon machen. Und... warte, ich habe doch ein Satellitenkontrollzentrum. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Satellit gestartet. Das ist auch wieder nice, weil jetzt kann ich all diese Sachen sofort machen an einem Tag. Ja, diese Animation. Sieht da nicht schön aus, die von allen bisher untersuchten Aliens niedrigste Intelligenz zu besitzen. Bla bla. Aber anscheinend ist er gar nicht mal so dumm. Es sieht nur so aus, als wäre er dumm und wohl. Wir haben alles, was wir benötigen, um ein Alien für die Vernehmung zu ergreifen und zu verwahren. Jetzt liegt es bei unseren Bodentruppen. Was glaubst du? Naja, Schweber, jetzt können wir unsere Jäger so ein Upgrade kurz. Der Große wird inoffiziell als dünner Mann bezeichnet. Erste Tests haben ergeben, dass die Aliens versucht haben, die genetische Struktur zu verändern, um ihn möglichst menschlich aussehen zu lassen. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass die Veränderung der Augen, die wie Reptilienaugen aussehen, problematisch gewesen sein muss. Ja. Okay. Dies ist das körperlich aggressivste Exemplar, das wir bisher entdeckt haben. Die Truppen nennen es liebevoll Muton. Ich kann nur vermuten, es gibt eine interessante Geschichte zu diesem Namen. Aha. Ja, jetzt können wir etwas machen, was wir seltener nachladen müssen. Das ist auch wichtig. Basierend auf unseren bisherigen Beobachtungen an der Front, einschließlich einiger sehr bizarrer, traumatisierender Fälle von Geburten seiner Jungen, bezeichnen wir dieses Exemplar als Chrysalid. Das will ich euch einfach vorlesen, weil ich hasse dieses Viech. In all meinen Jahren der Forschung habe ich nie etwas gesehen, das so schön und zugleich so tödlich ist wie diese Spezies. Naja, schön ist sie nicht unbedingt eigentlich. Im Gegensatz zu den bisher untersuchten Aliens ist sie ein Gliederfüßler, was bedeutet sowas ähnliches wie Insekten und Spinnen. Also, gehört zu diesem Stamm, sag ich mal.
eingehüllt in ein glattes, schwarzes Exoskelett. Die Kristalliden, wie wir sie aufgrund ihrer Fortpflanzungsart nennen, ich weiß nicht genau, was, naja, was genau das bezeichnet, müsste ich nachschauen auf Wikipedia. Sind von Kopf bis Schwanzende über 3 Meter lang und können sich auf dem Hinterbein zu einer Größe von fast 2 Metern aufrichten. Die haben einen Schwanz? Ist mir jetzt irgendwie nie aufgefallen. Hä? Die haben doch keinen Schwanz? Achso, diese, ihre Wirbelsäule wahrscheinlich. Na, wobei, nee, die haben keine Wirbelsäule, was laber ich für eine Scheiße? Naja, sondern dient auch, ihre Angriffsweise ist nicht nur extrem tödlich, sondern dient auch zur Fortpflanzung. Naja, ja, das ist erstmal der Grund, warum ich sie hasse. Wenn eben jemand gekillt wird, wird er erstmal zum Zombie und nach so ein, zwei Runden schlüpft ein neuer Chrysalid raus. Ja, da steht das Opfer, stirbt nämlich nicht sofort, sondern wird in eine geistlose Hülle verwandelt, eine Art Zombie, die dem Nachwuchs es mir dient. Falls ein Chrysalid einen Menschen pflanzt, er ihm damit auch ein Embryo ein, das sofort beginnt sich zu entwickeln. Diese ungewollte Schwangerschaft dauert für das Opfer nur Minuten, dann schlüpft ein neuer Chrysalid aus und zerstört dabei den Wirtskörper. Es zerplatzt er einfach, sozusagen. Es bleibt die Frage, warum die Aliens so eine offensichtlich wilde, unberechenbare Kreatur einsetzen. Auf jeden Fall ist dieses Wesen ein gefährlicher Gegner und unsere Soldaten sollten extreme Vorsicht walten lassen. Ja, das ist auch meine Meinung. Wenn sie es auf dem Schlachtfeld antreffen, wenn sie im Gefecht den Einheiten Analyseschirm auf ein anderes Exemplar dieses Typs anwenden, erfahren sie Details über die Kampffähigkeit des Wesens. Und yay, wir können eine neue leichte Rüstung, also wie die Nano-Dings, bauen aus Kristallin. Yeah. Und dann machen wir gleich mit Plasmen. Ja. Cyberdist. Wir warten noch darauf, ein lebendes Exemplar von der Front zu erhalten. Es scheint, die Männer verwenden sie gerne für Schießübungen. Momentan wissen wir, dass der Cyberdisk, wie sie ihn nennen, schwer bewaffnet ist. Er zeigt jedoch kein klares Verhaltensmuster auf dem Schlachtfeld. Ja, man weiß nicht genau, ob das eigentlich lebendig ist oder eine Maschine. Von außen sieht es auf jeden Fall Maschine aus, würde ich sagen. Die Titanrüstung. Das mache ich dann aber erst später. Die ist dann sehr wichtig. Ihr könnt euch denken, warum. Weil Titanrüstung. Ja. Und da sind sie schon, meine Freunde. Und man hat hier eine Deckung, eine mobile Deckung. Das finde ich einfach auch richtig geil. Also man schickt zuerst die Schiff vor und schickt dann dahinter einen Soldaten in Deckung. Dann müsste der Gegner eigentlich die Schiff angreifen, damit er überhaupt dann freie Bahn auf die Soldaten hat oder was weiß ich. Das liebe ich an der. Und dann hat sie noch ihren fetten Laser, der extrem viel Schaden anrichtet. Und sie ist ersetzbar und kann halt nicht aufgelevelt werden dafür. Aber es ist scheißegal, wenn die mal kaputt geht. Da, schaut sie euch an. Ich wollte eigentlich gerade drehen. Kann ich das überhaupt drehen? Ja. Die Kleine, die halt gar keine Verteidigung hat. Schaut euch mal das an. TP20, Verteidigung 20. TP 18 und Verteidigung 30. Also da merkt man schon einen großen Unterschied. Und Schiffdeckungsfeuer. Den Jungs in der Gießerei wird es nicht langweilig werden. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen in Gang sind. Ja, ich weiß schon, wo ich zuschlagen werde, in Nigeria auf jeden Fall. Auf jeden Fall Nigeria. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und das wird dann wahrscheinlich am Freitag sein. Das war jetzt eine etwas langweilige Folge, obwohl sogar eigentlich meine Hassmission gekommen ist. Dann werden wir das nächste Mal zuerst, glaube ich, diese Entführung stoppen. Und ja, dann die Alien-Basis.
dann ist die Edelbasis dran. Und, Halleluja, wir haben einen schönen Soldatenersatz. Vorerst. Ich liebe diese Teile. Sie sind schön. Naja, bis denn.